wird man eigentlich als Stiegenbauunternehmen komplett CO2-neutral? Und was bedeutet es, Teil der Weltretter-Initiative zu sein? Ich bin heute hier bei Müller Stiegenbau in Grabersdorf bei Gnas. Die Familie Müller setzt sich schon sehr lange für Nachhaltigkeit und Energieeffizienz ein. Mein Name ist Romana Gerger und ich bin von der lokalen Energieagentur. Und ich begleite Sie durch Vollenergie im steirischen Vulkanland. So, ich bin jetzt hier bei Herrn Müller. Herzlich willkommen. Schön, dass wir heute hier sein dürfen. Sie führen hier den Familienbetrieb Müller Stiegenbau Franz Müller und Co. KG. Sie planen und fertigen Stiegen nach Maß. Wie lange gibt es denn den Betrieb schon und wie hat er sich entwickelt? Die Firma Müller Stiegenbau wurde im März 1996 gegründet. Damals im sehr kleinen Stil. Wir haben mit 3 Leuten begonnen. Heute haben wir 13 Mitarbeiter. Wir haben uns auch sehr ändern müssen. Wir haben mit Holzstiegen begonnen. Und heute sind wir eigentlich fast komplett Anbieter. Wir liefern Metallstiegen, wir liefern Glasstiegen, wir liefern bis auf Beton fast alles. Seit wann beschäftigen Sie sich schon mit Nachhaltigkeit und Innovation und was wurde denn da schon umgesetzt? Wir haben den schönen Rohstoff Holz als wichtigsten Rohstoff im Haus. Wir haben am Anfang gemerkt, dass wir nicht nur unsere Werkstatt mit den Abfällen, den Holzabfällen heizen können, sondern unter Umständen ein bisschen Reserve haben und auch umliegende Wohnhäuser mitheizen können und haben es dann eigentlich relativ zügig umgesetzt und heute heizen wir 3 Einfamilienhäuser mit und im Winter eben auch mit Warmwasser. Das war so der erste Punkt. Der zweite Punkt war 2012, da haben wir eine Photovoltaikanlage am Dach montiert von 40 kW. 2015 und 2020 sind dann 2 Elektroautos gekommen. Mit diesen Elektroautos sind mittlerweile 100.000, also bis über 100.000 Kilometer für die Kunden im Verkauf, in der Betreuung gefahren worden. Wenn ich das heute umrechne im Vergleich zu einem Verbrennerauto, haben wir hier ungefähr 20 Tonnen CO2 ersparen können. Des Weiteren haben wir im letzten Jahr eine neue Absauganlage montiert oder uns anschaffen können. Wir haben viele Jahre das Problem gehabt, dass durch die Abluft, die wir brauchen, um Späne zu entsorgen, wir sehr große Luftmengen aus der Werkstatt rausziehen. Diese ist bis heute eben in die freie Natur geblasen worden. Und heute ist es so, dass wir eine Absauganlage haben, die wirklich Maschine für Maschine computergesteuert ist, die genau einsetzt, wenn Bedarf ist. Und wir reinigen die Luft heute nur mehr und die gereinigte Luft wird in die Werkstatt zurück reingeblasen. Das heißt, wir haben hier keinen Verlust mehr. Ihr Betrieb ist ja Teil der Weltretter-Initiative. Was bedeutet denn das genau? Es ist so, dass wir uns eigentlich von Anfang an, wie gesagt, ein bisschen mit dem Thema befasst haben. Entscheidend für mich war, dass ich vor circa 12 Jahren mit dem Thema Welterschöpfungstag zum ersten Mal konfrontiert wurde und ich mich da ein bisschen reingelesen habe und mir dann eigentlich bewusst wurde, dass wir sehr viele Zeit des Jahres auf Kosten unserer Kinder und Nachkommen leben. Welterschöpfungstag heißt oder hat zumindest für das Jahr 2020 geheißen, dass am 22. August sämtliche Ressourcen, die die Erde uns zur Verfügung stellt, für ein Jahr verbraucht wurde. Das heißt, die restliche Zeit von 22. August bis Ende des Jahres leben wir auf Kosten der Zukunft. Was Österreich betrifft, ist es noch schlimmer. Der Staatserschöpfungstag in Österreich war dieses Jahr der 7. April. Das heißt, dass unsere Ressourcen, die wir bis zum 7. April gebraucht haben, eigentlich fürs ganze Jahr reichen hätten müssen. Unterstützt bei diesem ganzen Projekt hat uns die Firma Weltretter mit Herrn Diplom-Ingenieur Dr. Krocek. Er hat uns ein Jahr lang begleitet und uns eben Tipps und Hinweise geben, was zu ändern ist, was zu verbessern ist. Welche Auswirkungen hatten denn diese Umsetzungen für Sie, für Ihren Betrieb? Können Sie uns da eventuell auch Zahlen nennen? Ja, ich glaube, das Wichtigste ist wohl für jeden jetzt zu wissen, für uns als Firmenchefs, für die Mitarbeiter, auch für die Kunden, dass man mit einem Produkt arbeiten, das man der Umwelt ruhig zeigen kann, dass das über Generationen hält. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, dass man mit diesem Gewissen an die Sache rangehen kann. Das Zweite, glaube ich, ist, dass man natürlich einmal ein Geld in die Hand nehmen muss, damit man
Photovoltaik am Dach hat, damit man einen Gewinn erzielen kann, damit man Wärme erzielen kann. Immer wieder das gleiche Thema. Und man kann, wie gesagt, natürlich Strom sparen. Vielleicht vorher einen Punkt vergessen zu erzählen. Wir sind ständig bemüht, immer Maschinen der neueren Generation im Haus zu haben. Und nur, um ein Beispiel zu nennen, nur mit diesen immer wieder neueren Maschinen, die dann mehr Leistung bringen, aber weniger Energie verbrauchen, haben wir es geschafft, von 2010 knappe 80.000 Kilowattstunden Jahresbedarf runterzukommen auf letztes Jahr 65.000 Kilowatt. Das ist jetzt nur die Anschaffung von neuen Maschinen. Man sieht also schon, was man wirklich holen kann. Und auch das Elektroauto ist ein typisches Beispiel. Wenn ich heute sage, ich kann das Auto um 8 Euro voll tanken und fahre damit 300 Kilometer, dann ist das schon was. So billig kann man mit keinem anderen fahren, wenn man ganz ehrlich sein. Ja. Sie sind ja wirklich ein regionales Vorzeigeunternehmen. Gibt es da denn überhaupt noch weitere Pläne für die Zukunft in Bezug auf Klimaschutz? Gibt es da überhaupt noch eine Steigerung? Ja, ich glaube, das wird nie ausgehen und nie enden. Grundsätzlich, glaube ich, muss man eines einmal sagen, die Firma Stiegenbauer-Müller wird die Welt alleine nicht retten können. Das wird nicht so funktionieren. Wir sind vielleicht ein ganz kleines Mosaik im Ganzen. Das Ziel, glaube ich, muss es einfach sein, mehrere Firmen, Familien, egal wie immer, zu sensibilisieren, dass sie in diese Richtung gehen. Das sind alles Sachen, die man nicht von heute auf morgen ändern kann. Da muss man vielleicht einmal sehr lang suchen, bis man irgendwas Gescheites am Markt findet. Es soll ja alles passen, es soll die Regionalität passen, es soll die Qualität passen, es soll der CO2-Abdruck passen. Das ist schon immer wieder ein sehr interessantes Geflecht, das man dann zu einem Ganzen zusammenfügt. Vielen lieben Dank, Herr Müller, für das nette Gespräch. Sie können wirklich stolz sein, so ein klimafreundliches Unternehmen führen zu können. Auch bei Ihnen, liebe Zuseher, bedanke ich mich und freue mich auf die nächste Ausgabe gemeinsam mit Ihnen bei Vollenergie im steirischen Vulkanland.